Lymphom, eine Art von Blutkrebs, der das Lymphsystem angreift, ist oft mit subtilen Zeichen verknüpft, die leicht übersehen werden können. Diese frühen Warnsignale ernst zu nehmen, kann entscheidend sein, denn eine frühzeitige Erkennung spielt eine Schlüsselrolle bei der Behandlung und kann die Prognose erheblich verbessern. Viele Menschen bemerken möglicherweise kleine Veränderungen in ihrem Körper, sind sich aber unsicher, ob sie bedeutsam sind oder nicht. In diesem Video konzentrieren wir uns darauf, Bewusstsein zu schaffen und auf 10 frühe Anzeichen eines Lymphoms hinzuweisen, die niemand ignorieren sollte. Es ist essentiell, auf die Signale zu achten, die der Körper sendet, und zu verstehen, wann es Zeit ist, professionellen Rat einzuholen. Hier sind 10 frühe Anzeichen eines Lymphoms, die du niemals ignorieren solltest. Eins. Unerklärliche Lymphknotenschwellungen. Eine der ersten und häufigsten Warnungen, die der Körper im Zusammenhang mit einem Lymphom gibt, sind schmerzlose Schwellungen der Lymphknoten. Diese Schwellungen treten meist im Nacken, in den Achselhöhlen oder in der Leistengegend auf. Lymphknoten spielen eine zentrale Rolle im Immunsystem, indem sie als Filter für schädliche Substanzen dienen. Wenn diese vergrößert sind, kann das ein Hinweis darauf sein, dass etwas im Körper nicht stimmt. Eine Schwellung der Lymphknoten ohne eine begleitende Infektion, die über Wochen bestehen bleibt, sollte stets medizinisch untersucht werden. Obwohl viele Fälle von Lymphknotenschwellungen harmlos sind, ist es entscheidend, die Möglichkeit eines Lymphoms auszuschließen, insbesondere wenn keine typischen Infektionssymptome vorliegen. 2. Anhaltendes Fieber ohne Infektion. Ein Fieber, das ohne eine offensichtliche Infektion wie eine Erkältung oder Grippe auftritt und sich besonders nachts durch Schüttelfrost und starkes Schwitzen bemerkbar macht, kann ein Frühwarnzeichen für Lymphom sein. Dieses Symptom, oft als Fieber unklarer Genese bezeichnet, kann darauf hinweisen, dass der Körper gegen Krebszellen kämpft. Im Gegensatz zu dem Fieber, das bei viralen oder bakteriellen Infektionen auftritt, wird das durch Lymphom verursachte Fieber nicht durch die übliche Fiebersenkung oder Antibiotika beeinflusst. 3. Gewichtsverlust ohne erkennbaren Grund. Ein plötzlicher, unerklärlicher Gewichtsverlust von 10% oder mehr des Körpergewichts innerhalb eines kurzen Zeitraums, ohne Änderungen in Diät oder Bewegungsroutine, kann ein alarmierendes Zeichen sein. Dieser Gewichtsverlust kann durch den erhöhten Energiebedarf des Körpers verursacht werden, um gegen die Krebszellen anzukämpfen, oder durch eine verminderte Nahrungsaufnahme aufgrund von Symptomen, die mit dem Lymphom zusammenhängen. Dieses Symptom kann leicht übersehen werden, besonders wenn es schleichend auftritt. Dennoch ist es wichtig, bei unerklärlichem Gewichtsverlust eine gründliche medizinische Untersuchung durchführen zu lassen. 4. Anhaltende Müdigkeit. Ein Gefühl extremer Müdigkeit oder Erschöpfung, das auch nach ausreichender Ruhe nicht verschwindet und die Fähigkeit, tägliche Aktivitäten auszuführen, beeinträchtigt, kann ein Hinweis auf ein Lymphom sein. Diese Art von Müdigkeit, die weit über das normale Gefühl von Müdigkeit hinausgeht, kann darauf hinweisen, dass der Körper ständig gegen die Krankheit arbeitet. Im Gegensatz zur üblichen Müdigkeit, die sich nach Ruhe verbessert, bleibt diese tiefe Erschöpfung bestehen und kann ein Zeichen dafür sein, dass der Körper Ressourcen aufbraucht, um den Krebs zu bekämpfen. Eine anhaltende, unerklärliche Müdigkeit verdient eine gründliche Untersuchung, um die zugrunde liegenden Ursachen zu identifizieren. 5. Hautausschlag oder Juckreiz. Ein unerklärlicher Hautausschlag oder starker Juckreiz, besonders wenn er ohne sichtbare Hautveränderungen auftritt, kann ein weniger bekanntes, aber signifikantes Anzeichen eines Lymphoms sein. Bei einigen Lymphomaten werden chemische Substanzen freigesetzt, die eine Reaktion im Körper hervorrufen und zu intensivem Juckreiz führen können. Dieser Juckreiz ist oft resistent gegenüber üblichen Behandlungen wie feuchtigkeitsspendenden Cremes oder Antihistaminika. Wenn der Juckreiz über einen längeren Zeitraum ohne ersichtliche Ursache anhält, sollte dies als Anlass genommen werden, um weitere medizinische Untersuchungen einzuleiten. Es ist wichtig, auf diesen Hinweis des Körpers zu achten,
da er auf eine tiefer liegende Störung hinweisen kann. 6. Anhaltender Husten oder Atembeschwerden. Ein dauerhafter Husten oder Schwierigkeiten beim Atmen, die nicht durch typische Atemwegserkrankungen wie Asthma erklärt werden können, könnten auf ein Lymphom im Brustbereich hinweisen. Wenn Lymphome in der Nähe der Luftröhre oder der Lunge wachsen, können sie Druck auf diese Bereiche ausüben und so Atembeschwerden oder einen anhaltenden Husten verursachen. Solche Symptome sollten nicht als gewöhnliche Erkältung oder Allergie abgetan werden, besonders wenn sie länger anhalten und von anderen Anzeichen eines Lymphoms begleitet werden. 7. Schwellungen im Bauchbereich. Ein ungewöhnliches Gefühl der Fülle, eine Zunahme des Bauchumfangs oder spezifische Schwellungen im Bauchbereich können auf ein Lymphom hinweisen. Diese Schwellungen können zu einem Gefühl der Fülle nach nur einer kleinen Mahlzeit führen oder sogar Schmerzen und Unbehagen verursachen. Da diese Anzeichen auch bei einer Reihe anderer Erkrankungen auftreten können, ist es wichtig, sie nicht zu ignorieren und eine gründliche Untersuchung durchführen zu lassen, um die genaue Ursache festzustellen. 8. Nachtschweiß. Intensiver Nachtschweiß, der so stark ist, dass Bettwäsche und Nachtkleidung regelmäßig gewechselt werden müssen, ist ein charakteristisches Symptom, das bei vielen Lymphompatienten beobachtet wird. Dieser Schweißausbruch kann ohne ersichtlichen Grund auftreten und steht nicht in Verbindung mit der Raumtemperatur oder körperlicher Betätigung. Nachtschweiß als Symptom eines Lymphoms unterscheidet sich deutlich von dem gelegentlichen nächtlichen Schwitzen, das jeder mal erfahren kann. Es ist ein Hinweis darauf, dass der Körper auf eine innere Anomalie reagiert und sollte ernst genommen werden. 9. Blaue Flecken oder Blutungen ohne ersichtlichen Grund. Eine erhöhte Neigung zu unerklärlichen blauen Flecken oder Blutungen kann ein Zeichen für ein Lymphom sein. Dieses Symptom kann darauf hinweisen, dass das Lymphom die Fähigkeit des Blutes zur Gerinnung beeinträchtigt, was zu leichteren Blutungen führt. Solche ungewöhnlichen Blutungsereignisse oder blaue Flecken, besonders wenn sie an ungewöhnlichen Stellen auftreten oder ohne erkennbare Verletzung entstehen, bedürfen einer sorgfältigen Untersuchung. Es ist wichtig, Veränderungen im Körper wahrzunehmen und sie medizinisch abklären zu lassen. 10. Anfälligkeit für Infektionen. Eine ungewöhnlich hohe Anfälligkeit für Infektionen oder eine verlängerte Dauer von Krankheiten kann ebenfalls auf ein Lymphom hinweisen. Das Lymphsystem spielt eine zentrale Rolle im Immunsystem des Körpers. Wenn es durch Lymphom beeinträchtigt wird, kann dies die Fähigkeit des Körpers, mit Infektionen umzugehen, erheblich reduzieren. Personen, die feststellen, dass sie häufiger als üblich krank werden oder dass Infektionen länger anhalten als erwartet, sollten dies ernst nehmen. Besonders wenn solche Infektionen mit anderen Symptomen wie Fieber, Nachtschweiß oder Lymphknotenschwellungen einhergehen, könnte dies ein Hinweis auf ein zugrunde liegendes Lymphom sein. Zusammenfassung: Diese 10 Anzeichen sollten nicht als definitive Diagnose eines Lymphoms missverstanden werden, sondern als Hinweise, die eine weitere Untersuchung erfordern. Es ist wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und bei anhaltenden oder unerklärlichen Symptomen einen Arzt aufzusuchen. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung können einen entscheidenden Unterschied im Kampf gegen das Lymphom machen. Wenn dieses Video hilfreich war, teile es bitte mit Freunden und Familie. Jede Erfahrung ist einzigartig. Daher laden wir dich ein, deine Erfahrungen in den Kommentaren zu teilen. Für mehr gesundheitsbezogene Inhalte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Updates zu verpassen. Danke und bis zum nächsten Mal.